Wir haben Bustickets gekriegt in den Regenwald. So sehen die aus. So sehen sie aus und mit so einem Van fahren wir dann gleich bis nach Bamberg. Im Regenwald wächst viel. Es regnet aber auch super viel. Deswegen ist der Boden sehr, sehr nährstoffarm. Deswegen ist es immer eine Aufgabe, richtigen Boden zu machen, richtigen Dünger zu machen, dass die Pflanzen gut wachsen können. Und das sind unsere Aufgaben hier. Und dann haben wir hier hinten, das wurde schon gemacht, haben wir kleine Blätter klein gehackt und einen Kompost gemacht. Also Blätter ganz klein gemacht, dann ein bisschen gewartet und die Natur das regeln lassen. Auch die Tiere, die da drin sind, viele Tausendfüßler am Start. Und das mischen wir jetzt zusammen mit der Erde, die Luisa holt, und dem Kompost, den wir gemacht haben, um kleine Bäumchen zu pflanzen. Um Kompostnachschub muss man sich keine Sorgen machen. Hier, Luisa hat eine zugewucherte Zitrone gefunden, die jetzt befreit wurde. Und durch die Befreiung haben wir viele Pflanzen gefunden, die direkt dazu dienen können, für den Kompost vom nächsten Jahr. Ich kann mal die Zitrone zeigen, die jetzt wieder fröhlich gedeihen kann. Yeah. Hier haben wir heute gearbeitet. Da oben die Spinne, hatte ich die ganze Zeit Angst, dass sie uns auf den Kopf fällt. Aber dem war nicht so. Und hier ist die Zitrone. Ein schöner Zitronenbaum, der auch trägt. Wo habe ich sie denn gesehen? Hier ist eine Zitrone. Obwohl er so zugewuchert war, also die war komplett versteckt. Aber jetzt kann sie wieder wachsen und gedeihen. Auf die nächste Limonade. Wir essen Frühstück. Ja, wir haben was von unserem Haus bekommen. Das ist Bananenblüte. Und irgendwas anderes aus dem Garten. Gekocht wurde das Ganze mit Kokosmilch. Gucken wir mal. Ist lecker. Diese abgefahrene Pflanze ist eine Papaya. Wir haben die hier drüben auch mit Früchten dran. Die hier ist schon ein bisschen größer. Und da oben unter den Blättern kann man schon die Früchte erkennen. Und direkt nebenan wohnen wir. So, das ist unser Zuhause hier. Wir gehen mal hoch. Wir haben überall unsere Handtücher und Anziehsachen hängen, weil das trocknet natürlich alles nicht so super hier mit der hohen Luftfeuchtigkeit. Genau, auch Kulturtaschen ausgebreitet liegen lassen, sonst schimmelt's. Da muss man echt immer ein bisschen aufpassen. Aber sonst ist es echt gemütlich. In Bana, wo wir sind, gibt es zweimal die Woche einen riesigen Markt und wir haben beherzt zugegriffen. Ja. Das alles hier hat unter 10 Euro auf jeden Fall gekostet. Also extrem viel Essen für sehr wenig Geld. Hier auf dem Dorf, wo auch kaum Touristen da sind, ist das schon ganz schön abgefahren und sehr, sehr cool. Die Leute sind ganz kontaktfreudig. Ganz viele machen heimlich Fotos oder wollen Fotos mit uns machen. Ganz viele winken. Was haben wir denn also? Luisa, erzähl doch mal. Wir haben einmal Okras, die wollen wir morgen essen. Die gibt es in Deutschland auch manchmal, wenn man Glück hat. Ja, bestimmt ein Kilo haben wir. Genau. Dann Thai-Auberginen. Wir wollten Ratatouille machen. Deshalb haben wir noch Zwiebeln und Tomaten. Genau, sieht aus wie Litchi. Schmeckt auch so, nur süßer, finde ich. Ja. Dann gehen wir zum Streetfood über. Genau. Ja, da ist der Markt auch super für. Womit fangen wir an? Hier vielleicht, das sind Nudeln. Man sieht es von unten vielleicht. Ja. Einfach so gebratene Nudeln mit. Das könnte Mangold sein. Und dann haben wir hier diese Teigstreifen. Dazu haben wir hier Fisch. Das ist in Bananenblättern eingepackt. Und gegrillt. Und gegrillt. Sollen wir mal reingucken? Ja, mach mal eins auf. Wow, da kommt das da schon, kommt das schon raus. Ja, das ist wie so ein Teig. Wir hatten es auch mal mit Fleisch, das war nicht so geil. Aber das weiß ich jetzt gar nicht, ob das Fisch oder Mixed Seafood ist, ehrlich gesagt. Sieht aus wie in so einem Eimantel. Oh, spicy. Das schmeckt nach Fisch. Mhm. Ganz lecker. Ja, wie so Curry. Könnte man ganz gut Reis zu essen. Oh, ja. Haben wir es aber nicht. Haben wir. Aber dafür haben wir noch andere Sachen. Nämlich. Genau. Oh, ist wirklich scharf. So hinterher. Dann können wir schon zum Dessert übergehen, glaube ich. Ich glaube auch, ne? Fangen wir mit diesen hier an. Ja. Das durften wir auch auf dem Markt schon probieren. Ja. Hier sieht man gerade, wie dieses Gebäck gemacht wird. Das wird einfach gedämmt. Und hier gibt es dann mit Kokosnuss. Ah, you can try one. Nice. Es gibt sogar welche zum Probieren. Das ist ganz abgefahren. Das sind so süße Nudeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das ist, glaube ich, mit Kokosmilch. Da ist auch irgendeine Füllung. Das sieht aus wie Nuss oder Dattel oder so. So ein bisschen weihnachtlich. Passt ja auch zur Zeit. Mal gucken.
Ja, lustig. Ist lecker. Schön. Mhm. Die Konsistenz vom Teig ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die Füllung ist gut. Das war ja schon ein 5,5 Minuten Fressvideo, obwohl wir eigentlich zum Arbeiten hier sind. Das ist ja was. Ja, aber das Essen ist unser Highlight. Wir machen gerade noch einen Abendspaziergang. Es ist schon fast dunkel. Der Sonnenuntergang sieht so schön aus. Es ist 6:30. Und im Hintergrund die Grillen. Hier ist es nochmal extrem, extrem laut. Heute schneiden wir die Mangostanenbäume. Max sägt hier die kleinen Triebe ab. Man sieht es, glaube ich, gar nicht so gut. Genau, die ganzen kleinen Triebe, die eh nach innen wachsen und sowieso kein Licht abkriegen, werden abgesägt, damit die Energie halt in die größeren Äste geht, wo dann die Früchte dran wachsen. Die Erntezeit ist im August, also haben wir leider knapp verpasst. Ja, was ich ganz cool finde, dass sie eben dieses organische Material benutzen, um Kompost zu machen. Oder halt gute Erde. Ja, ist ein großes Problem hier. Also es verwäscht, es regnet sehr, sehr viel, deswegen verwäscht der Boden. Und deswegen sind da wenig Nährstoffe drin und da braucht man, um vor allem neue Pflanzen anzubauen, die auch in den Regenwald kommen, braucht man viel Kompost und der wird so hergestellt. Genau. Im Regenwald kämpfen die Pflanzen um Licht. Deswegen ranken immer eigentlich an jeder Pflanze andere Pflanzen hoch. Hier ist auch ein Ameisennest. Ja, hier ist auch ein Ameisennest. Die machen uns das Leben ein bisschen schwer. Das sind ganz schön aggressive, riesige, rote Ameisen. Also die sind ganz schön krass drauf. Aber naja, gut. Back to topic. Luisa befreit die Mangostane von hochrankenden Pflanzen, damit sie mehr Licht bekommt und besser wächst und nächstes Jahr Früchte am Start sind. Ja. Was mich sehr beeindruckt hat, da wächst einfach eine Monstera-Pflanze, die bei uns ja super beliebt sind als Zimmerpflanzen, wachsen hier einfach wie Unkraut so am Stamm der Mangosteen in die Höhe. Und das zeigt auch nochmal gut, dass hier alle Pflanzen so ein bisschen um Sonnenlicht konkurrieren. Wir sind auf dem Weg, Affen zu beobachten. Wir sehen alle völlig fertig aus, weil wir gerade noch gearbeitet haben. Aber irgendwo hier wurden wohl Affen gesichtet. Hoffentlich sehen wir welche. Wo? Man sieht es nur rascheln, aber da hinten ist auch ein Makake, ist es. Eigentlich gibt es hier nicht so viele. Die sind eher dann tief im Regenwald drin und kommen nicht so oft hier vorne hin. Vielleicht bei all der Affenfreude noch ein kritischer Aspekt. Das hier ist natürlich nicht der echte Dschungel, sondern das sind Palmölplantagen. Dass Affen hier so rumspringen, ist aber eher selten in Bana. Das liegt vor allem an diesem Anblick. Die Affen leben im richtigen Regenwald, weil da das Nahrungsangebot vielfältig ist. Hier in Bana und an den Außenbereichen sieht es aber eher so aus. Man sieht viele Plantagen. Das hier ist Palmöl. Palmölpalmen, um genauer zu sein. Thailand ist das Land, wo am drittmeisten Palmöl hergestellt wird. Vor Thailand liegt nur noch Malaysia und Indonesien. Die besuchen wir auch noch. Und Palmöl wird vor allem benutzt, auch in Deutschland. Ne? In den meisten Fertigprodukten findet man Palmöl, weil es billig ist und es auch relativ einfach anzubauen ist, an diesen Ölpalmen. Und die auch sehr ertragreich sein können. Also um Palmöl herzustellen, braucht man nur ein Sechstel des Platzes wie für die gleiche Menge an Rapsöl. Das hat viele Vorteile, zerstört aber eben den Lebensraum der Affen, die wir gesehen haben. Auch Kautschuk sehen wir hier, das sieht noch ein bisschen karger aus. Kautschuk wird zur Gummiproduktion benutzt, aber vor allem für Autoreifen sehr, sehr häufig. Und jetzt fängt es an zu regnen. Schnell nach Hause. Luisa schwitzt die Zwiebeln an und man hört es vielleicht, ich muss laut reden, es regnet in Strömen. Ist immer noch 30 Grad, immer noch warm, aber es regnet jeden Tag einmal so und einmal kommt alles runter. Ich stehe im Regen, es wird eben geschüttet aus Eimern. Das soll uns, oder eher gesagt Luisa, aber nicht davon abhalten, etwas über die hiesigen Drogen zu berichten. Genau, das ist ein Kratombaum. Das ist eine traditionelle Heilpflanze, die hier eingesetzt wird, um Blutdruck und Blutzucker zu kontrollieren. Und ist in geringen Dosen aufputschen, wie Kaffee zum Beispiel, ist in höheren Dosen aber auch eher so opioidmäßig.
also schmerzmindernd. Und ja, wirklich ein Rausch erfährt man aber erst nach ungefähr 10 Blättern. Das ist schwer zu erreichen, weil die wirklich nicht gut schmeckt, diese Blätter. Ich teste es mal direkt. Ja, super bitter. Das benutzen viele Plantagenarbeiter, um halt wach zu sein, genau, und die Leistung zu fördern. Mal wieder ein Essensvideo. Wir haben nämlich herausgefunden, was diese geheimnisvollen Früchte sind. Es sind nämlich Cashewfrüchte. Und zwar, genau, wächst hier unten der Cashewkern raus in so einer kleinen Hülse. Und über jedem einzelnen Cashewkern wächst quasi diese Frucht, die wir jetzt natürlich auch probieren. Ist ja so ein bisschen wie so ein Apfel, hat auch so ein Kerngehäuse. Wird auch Cashew-Apfel genannt. Genau. Ich schneide das mal hier so ein bisschen ab. Sind super saftig. Die Konsistenz ist so ein bisschen wie Gurke. Und ja, vom Geschmack her nicht so süß wie Äpfel. Ein bisschen saurer und sehr zitronig. Jo. Daneben liegt hier die Schlangenfrucht. Die schmeckt nicht so gut. Ja, so sehen die aus von innen. Ja, schmecken vergoren, als wären sie nicht gut. Am Wochenende haben wir frei, deswegen sind wir jetzt in Surat Thani, die nächstgrößte Stadt. Es ist Nacht oder Abend und wir besuchen jetzt den Nachtmarkt. Ganz, ganz viel frittiertes, Würste gibt es überraschend viel. Aber es fängt doll an zu regnen, die Leute sind alle ein bisschen in Aufruhr. Ja, hier haben wir den typischen Regeneinbruch. Das Wetter ändert sich hier echt schlagartig und die Straße, die gerade noch so voll war, ist fast leer gefegt. Der arme Typ, der Feuerwerkskörper verkauft. So, nach ungefähr 5 bis 10 Minuten ist der krasse Regen vorbei. Wo ist Max? Da hinten. Ja, es regnet immer noch. Aber es regnet immer noch. Aber wir suchen uns jetzt erstmal was zu essen. Oh, hier gibt es Magen. Ja. Würste am Spieß sind hier ganz beliebt in allen Variationen. Oh, hier kommt ein bisschen das Weihnachtsmarkt-Feeling. Denn es gibt Maronen. Ganz typisch für Thailand sind diese Garküchen. Es gibt fertig gekochte Gerichte und dann kann man sich eins oder meistens auch mehrere aussuchen, die man dann meistens zusammen mit Reis serviert bekommt. Ja. Reis ist das schon probieren da. Wir jetzt aus. So, Luisa hat sich für das entschieden. Das sieht aus wie Pilze. Shiitake-Pilze, ich glaube Schweinefleisch und, ich weiß nicht, Kohl. Es gibt meistens Wasser dazu. Die Eiswürfel verträgt man auch ganz gut. Zumindest wir vertragen sie ganz gut. Ja, bis jetzt immer gut geklappt. Mein Essen ist relativ unspektakulär. Reis mit Gemüse, schmeckt aber sehr gut. Luisa hat was. Mein schmeckt auch gut, aber das ist Ingwer hier alles. Schön würzig. Luisa hat was gefunden. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aus wie Pfannkuchen. Wie seid ihr es umsonst bekommen, tatsächlich? Ja, die Leute sind super lieb. Das ist uns schon mal passiert, dass jemand gesagt hat, das ist kostenlos, weil ich krieg's gar nicht auf. Dann habe ich jetzt halt ganz weird im Hintergrund tanzen so Kinder in Verkleidung. Die haben auch so lange Nägel. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber gut, hier kann man gut sitzen. Das sieht süß aus. Probier mal. Süß? Lecker. Ja, süß nach Kokos und außen knusprig. Super lecker. Max, probiert hier mal eins. Das sind scheinbar Quallen. Scharfe Quallen draußen. So, Max fängt an mit seiner spicy Qualle, scharfen Qualle. Die ist gegrillt. Mich interessiert besonders die Konsistenz. Es sieht schon wabbelig aus. Diese fiese Konsistenz, relativ hart. Echt? Wir sind schon wieder auf dem Markt, diesmal kein Streetfood, sondern wirklich einfach so Lebensmittel des täglichen Gebrauchs. Hier ist die Fleischtheke, genau. Die Leute hier gehen eigentlich gar nicht groß in den Supermarkt, sondern kaufen alles auf solchen Märkten. Der ist auch jetzt hier überdacht. Genau, hier gibt es die ganzen Currypasten, verschiedene Suppen. Da hinten haben wir auch ganz viele verschiedene Arten von Nudeln gesehen. Hier hinten hängen so getrocknete Lebensmittel, Eier, getrocknete
Fische gibt es hier ganz häufig. Spannend. Aber hier sind so ganz kleine getrocknete Fische. Es riecht auch stark nach Fisch. Wirklich spannend. Auf diesem Markt gibt es gefühlt alles. Hier gibt es auch Blumen. Das hier sind Lotusknospen. Die blühen dann wahrscheinlich auf, wenn man sie ins Wasser legt. Heute ist Party angesagt. Sitzen schon ganz viele Leute am Tisch. Max greift hier gerade beherzt zu. Es gibt Reis. Wir haben Kartoffelsalat beigesteuert, den alle ganz, ganz exotisch finden. Das ist ganz süß. Dann gibt es normalen Salat, sowas ganz, ganz Scharfes und verschiedene Toppings, die man sich nämlich hier auf die Suppe machen kann. Ja, richtig, Suppe ist es nicht. Eintopf, ne? Ja. Das ist mit Kokosmilch und Zitronenblättern, Zitronengras. Pilze. Wo ist denn der große Suppentopf? Der große Suppentopf ist auf dem Herd. Auf dem Herd, ach so. Ja, und die Hühner wurden gestern frisch geschlachtet, zum Glück, als wir gerade nicht da waren. Ah, und da kommt ein Hund und guckt, was für ihn abfällt vielleicht. Ah, und hier liegen die Kratomblätter direkt am Whisky.